Hallo zu einem neuen Kerzenvideo. Wir rollen und gießen heute gemeinsam Bienenwachskerzen. Dafür habe ich mir einmal unser Bienenwachswabenset genommen. Da habt ihr 3 Bienenwachsplatten und Dochte dabei. Das war jetzt die Größe 34 auf 24 cm und das habe ich mir jetzt zurechtgeschnitten. Ich wollte mir eine Stumpenkerze machen mit 10 cm Höhe und deswegen habe ich jetzt die Platten zweimal durchgeschnitten. Da habe ich jetzt jeweils 2 Platten gehabt mit 10 cm Höhe und dann noch das Reststück. Da zeige ich euch dann danach gleich, was ich mit dem Reststück gemacht habe. Und bei den großen Platten könnt ihr natürlich frei aussuchen, wie groß eure Kerze sein soll und wie dick sie sein soll. Ihr habt eben die gewachsten Dochte mit dabei. Die waren jetzt gut 22 cm lang. Und nachdem ja eben meine Kerze 10 cm sein soll, hat es ganz gut gepasst. Habe ich den Docht einmal in der Mitte durchgeschnitten und 11 cm gehabt. Das ist nämlich perfekt eben, dass es ungefähr 1 cm übersteht. Und dann drückt ihr den Docht leicht in die Wachsplatte rein, dass sie dann gut klebt, und dann rollt ihr mit den Fingern vorsichtig die Wachsplatte um den Docht herum. Am Anfang ein bisschen fester drücken, einfach dass der Docht gut umschlossen ist, und dann rollt ihr das nach und nach mit den Fingern so hoch und schaut einfach, dass das sehr bündig ist, die Platten, dass es jetzt nicht irgendwie übersteht, sondern eben ganz bündig ist. Und da könnt ihr dann beliebig viele Wachsplatten nehmen, eigentlich wie ihr wollt, und eben so die Dicke der Kerze gestalten. Ihr müsst eben nur darauf achten, dass der Docht zu der Stärke von der Kerze passt. Zu dick darf die Kerze einfach nicht werden, weil sonst brennt sie euch nicht sauber dann ab. Und aus optischen Gründen habe ich jetzt hier nochmal so ein einfaches Paketband genommen und es unten ein bisschen rumgewickelt und mache da jetzt noch gleich so ein kleines Metallherz hin. Das haben wir übrigens auch im Online-Shop. Ich verlinke euch wie immer alle Produkte unten in der Infobox. Dann könnt ihr da in Ruhe nachschauen und findet die Sachen bei uns im Online-Shop. Und das habe ich jetzt da hingebunden. Einfach ist schön zum Verschenken oder sieht halt optisch aus. Beim Abbrennen müsst ihr natürlich unbedingt darauf achten und die Kerzen dürft ihr nicht unbeaufsichtigt brennen lassen, weil gerade nämlich die Paketschnur brennt natürlich auch gut. Da müsst ihr wirklich gut aufpassen und es ist eben nur ein optisches Highlight auf der Kerze. Mein Reststück habe ich jetzt auch einmal mittig durchgeschnitten. Da hatte ich jetzt 4 cm eben übrig und habe das jetzt auf 2 cm jeweils gekürzt, dass ich dann jetzt auch wieder 2 Streifen hatte. Und hierfür nehme ich dann einen gewachsten Docht mit Standfuß. Den wickel ich jetzt genauso ein wie eben die große Platte. Schau auch, dass es unten bündig ist und roll mir somit ein kleines Teelicht. Also gerade wenn ihr sagt, ihr wollt Kerzen nicht so gerne gießen, euch ist es zu aufwendig mit dem Wachsschmelzen, dann empfehle ich euch so die Kerzen zu machen, weil es eben ganz ohne Wachsschmelzen geht und ihr dann euch eben Teelichter oder auch große Kerzen einfach rollen könnt. Den Docht kürzen und fertig ist das kleine Teelicht. Wir haben Bienenwachs auch in Pastillenform zum Kerzengießen. Ich gieße jetzt einmal hier die kleinen Teelichter mit Stern. Und ich möchte gerne Stumpenkerzen auch gießen. Da verwende ich jetzt diese Einmalkerzenformen. Bienenwachs klebt und es ist immer echt sehr schwierig, Kerzenformen zu finden, außer Silikonformen, die man dafür verwenden kann. Deswegen einmal diese Einmalkerzenformen und ich schmelze mir jetzt hier das Bienenwachsgranulat im Wasserbad, einmal in der Schmelzkelle und einmal hier im Glas. Das stelle ich eben aufs Wasserbad und warte, bis es geschmolzen ist. Das dauert einfach seine Zeit und jetzt ist es ganz flüssig. Und da ist die Schmelzkelle echt toll, weil die eben so einen Ausgießer hat. Und da kann man wirklich sehr sauber arbeiten und verschüttet nicht so leicht. Und die Teelichter gieße ich jetzt erstmal und lasse die ein bisschen fest werden. Bereite in der Zwischenzeit meine andere Kerzenform vor. Da könnt ihr den Deckel wegnehmen. Dann habe ich einen gewachsten Docht ebenfalls mit Standfuß genommen, einfach einen längeren, den kurz ins Wachs getaucht und habe den auf den Deckel geklebt.
jetzt die Kerzenform wieder zusammengesteckt und mit einer Wäscheklammer einfach den Docht festgehalten. Da müsst ihr darauf achten, dass der mittig bleibt. Und gieße jetzt das warme, geschmolzene Wachs in diese Kerzenform und lasse die dann ebenfalls stehen. Und bei den Teelichtern, wenn die eben schon ein bisschen fester geworden sind, bei mir waren sie jetzt fast ein Tick zu fest, habe ich jetzt einfach die kleinen gewachsenen Dochte ohne Standfuß oben reingesteckt und lasse die Kerzen jetzt so fest werden. Das dauert ein paar Stunden, bis die Kerzen wirklich ausgehärtet sind. Und danach könnt ihr die super entnehmen. Also ihr seht, das Wachs ist total glatt und lässt sich ganz leicht entformen. Die Kerzenformen sind super sauber. Und ich empfehle euch, die Kerzen, bevor ihr sie entformt, nochmal in den Kühlschrank zu stellen. Dann klappt es meistens besser. Und bei der Einmalkerzenform, die rolle ich jetzt ein bisschen, dass sich das außenrum löst. Und dann gibt es keine andere Möglichkeit bei Bienenwachs, außer die Form wirklich zu zerstören und die Kerze somit zu befreien. Wenn ihr das für andere Wachssorten nehmt, ist es nicht so der Fall. Da könnt ihr die Form öfters verwenden, aber bei Bienenwachs, das ist wirklich so klebrig, da geht es nicht anders. Und dann kürzt ihr den Docht. Meine Stumpenkerzen wollte ich dann noch gerne mit der Bienenwachswabe noch ein bisschen aufhübschen und nehme jetzt hier ganz normale Plätzchenausstecher und steche mir da jetzt so Sterne aus, lege die kurz in die Hand, damit die Platte ein bisschen wärmer wird und klebe sie so wie ganz normale Wachsverzierungen, wie ihr sie vielleicht schon aus anderen Videos kennt, auf die Kerze und schmück meine Kerze so. Wie ihr schon gesehen habt, habe ich bei den Stumpenkerzen, bei den gegossenen oben jeweils so ein Loch. Das passiert ja ganz oft bei den gegossenen Kerzen. Normalerweise gießt man das jetzt auf. Ich wollte jetzt aber nicht unbedingt einen Schönheitspreis mit meinen Kerzen gewinnen, zeige euch aber trotzdem, welche Möglichkeit es gibt, wenn ihr sagt, es stört euch. Da habe ich mir jetzt einfach einen Kreis aus der Bienenwachswabe geschnitten, mache ein Loch in die Mitte rein und stecke das so über den Docht rein und schließe jetzt quasi so meine Kerze ab. Sieht vielleicht optisch ein bisschen hübscher aus als wie mit dem Loch. Und auch bei der Kerze mache ich jetzt noch dieses kleine Metallherz hin. Und das waren jetzt meine Ideen für euch, für Bienenwachskerzen. Ich hoffe, es ist eine Idee für euch dabei. Abonniert doch sehr gerne unseren Kanal und seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Ich würde mich sehr drüber freuen.